Ich bin Astrid Rolle. Herzlich willkommen zum Talk der offenen Tür und herzlich willkommen im Cocoon. Wunderbar, dass ihr da seid. The great moment has arrived. The 100 best competition participants receive their award. Their designs were selected by an international jury out of 10,790 entries. Ansonsten, ja, wie gesagt, schreibe ich das auf, singe darüber oder betrinke mich. Und können wir das vielleicht in der Reihenfolge machen? Würdest du jetzt einen Song für uns singen und danach betrinken wir uns noch? So habe ich mir das vorgestellt heute Abend. So super, dann gehen wir jetzt zur Bühne. Mit Anfang, Mitte 40 einfach nochmal den Job Neustart wagen. Vom Zahnarzt zum Tauchlehrer, die Bankkauffrau möchte eigentlich Schauspielerin werden. Heute scheint doch alles möglich. Ist es das überhaupt? Darüber sprechen wir beim Xing Talk. Zu Gast ist Bernd Slackhäus. Herzlich willkommen, Bernd. Hallo Astrid, vielen Dank. Du bist Königin der Herzen geworden und Vize-Dschungelkönigin nach Ross Anthony, genau. Und du hast deine Schulden abbezahlen können. Du hast auch offen erzählt, na klar, logisch macht man das wegen der Kohle. Und ich habe gedacht, du bist auch so ein Stehaufmännchen. Tonight we are celebrating a premiere. IF honors the winners of the Public Value Award. This brand new competition places a focus on projects and on student concepts devoted to the service of public interest. Peter. Oh, du redest doch mit mir. Ja, oh, ich habe es eben auch gedacht. Jetzt steht er hier so neben mir und er fühlt sich so ausgegrenzt. Aber wir haben über deine Drogenexzesse ja schon gesprochen. Oh, ja. Wir haben überzogen. Wir haben überzogen. Nee, aber ich möchte trotzdem wissen, ob du den Karneval magst. Kann man vielleicht auch schauen in anderen Lebensbereichen, ob ich irgendwas üben kann? Meinetwegen möchte ich auch Pressesprecherin werden, aber das freie Sprechen übe ich einfach mal erst im Debattierclub oder sind so Hobbys jetzt nicht so unbedingt hilfreich? Nee, genau so kann man es eigentlich zusammenfassen. Langen, langen Atem hast du bewiesen in deiner Ehe. Und darüber müssen wir sprechen. 1998 bis 2010 und er hieß Günther. Und ich war ein ganz großer... Habe ich irgendwas vorhin gesagt von Prinzessin? Astrid will ja Rockstar werden. Ja, das einzige Problem ist, ich kann nicht singen und ich spiele kein Instrument. Was hast du also für einen Ratschlag an meine Kollegin Astrid? Das sind die besten Voraussetzungen. Ja? Also sie hat Chancen. Natürlich. Und ich habe sie weg. Hast du gesagt, ich habe sie weg? Bist du bescheuert? Jetzt wollen wir die Weltfernsehpremiere der besten Band der Welt, das Horse with No Name Orchestra, mit dem Titelsong dieser neuen LP, Black Souls in Blue Jeans. Und wir sagen tschüss, tschüss bis zum nächsten Talk Dot. Alle bereit? Auf die Krempel, fertig, los!